Yo, was geht ab Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch einen richtig coolen neuen Pile-Up-Glitch zeigen auf der Map Blood of the Dead. Was ihr dafür braucht, ist das Schild. Was ihr dafür machen müsst für das Schild, wisst ihr ja. Und wenn ihr es noch nicht wisst, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben, dann zeige ich euch noch, wie das Schild geht. Aber ich glaube, es gibt schon genug Tutorials dazu. Was ihr auch noch braucht, sind die DG4 Ragnarok-Stäbe. Die kennt man ja noch aus Black Ops 3. Und ja, was ihr machen müsst bei diesem Glitch, ihr müsst vorne dran stehen und dann einfach einmal messen, also R2 drücken und dann seht ihr, werdet ihr so hochgebeamt. Und wenn ihr jetzt da oben seid, habt ihr God Mode bei allen Zombies bis auf die Hunde. Die Hunde könnten euch schaden, aber das ist ja nicht weiter schlimm, weil es gibt ja nicht so viele Hunde und es geht ja eigentlich nur um die Zombies. Das ist ein richtig cooler AFK Glitch, also wenn ihr AFK geht, hockt da oben und die anderen können für euch weiterspielen. Ich weiß, die meisten Leute sind nicht Fan davon. Sowieso bei WW2 nicht. Da hatten sie alle gemotzt wie Charakterscheiße, blablabla. Die Charakter alle erglitscht und so. Das kann man hier nicht mehr machen. Es gibt keine Charakter mehr. Das Einzige, was man glitschen kann, ist da oben drauf sitzen und einfach nichts tun und schießen. Das ist ziemlich langweilig, finde ich. Aber ich sage, für die Leute, die jetzt bisschen AFK gehen oder so, das ist tipptopp. Was ihr auch noch machen könnt in diesem Glitch ist, ihr könnt messen. Also das heißt, ihr könnt eigentlich unlimitierte Runden machen. Wenn man messen kann, kann man immer unlimitierte Runden machen. Es fragt sich einfach, wie oft man messen muss mit der Zeit. Und ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte eine kleine Bewertung da. Ein Abo würde mich freuen und ich muss noch etwas dazu sagen, weil der Pack-a-Punch-Automat verschwindet ja irgendeinmal. Aber das spielt keine Rolle, ihr bleibt trotzdem da oben, weil der Pack-a-Punch-Automat ist ja vorhanden. Er wird einfach unsichtbar. Und ja Leute, bis zum nächsten Video. Bye bye.